Der Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Guten Tag, ich möchte Sie heute über die Behandlung von Hirntumoren informieren. Grundsätzlich muss man bei Hirntumoren unterscheiden, ob es sich um einen solchen Tumor handelt, der vom Hirngewebe selber ausgeht, oder um einen solchen, der zwar im Schädelinneren wächst, aber nicht vom Hirngewebe selber, das heißt von den Hirnhäuten zum Beispiel. Das sind zwei gänzlich unterschiedliche Erkrankungen und brauchen dementsprechend auch eine andere Behandlung. Der erste Schritt ist natürlich die Durchführung eines MRTs, was bei Ihnen bereits vorliegen dürfte. Wenn ein solches MRT einen Tumor zeigt, ist in aller Regel erforderlich, einen Eingriff zu machen, einfach um festzustellen, um welche Art von Tumor es sich handelt, um die weitere Behandlung planen zu können. Häufig ist es auch so, dass die Tumoren an sich so groß sind, dass sie das gesunde Hirngewebe quetschen und dadurch Ausfallserscheinungen verursachen können, so dass man diesen Tumor mindestens verkleinern oder, wenn es geht, auch vollständig entfernen muss. Das ist in den meisten Fällen heutzutage völlig gefahrlos möglich. Es gibt natürlich Risiken und diese Risiken richten sich danach, wo der Tumor sitzt. Es gibt Tumoren, die in gefährlichen Regionen sitzen, zum Beispiel dort, wo die Sprache gemacht wird oder die Motorik, das heißt die Kraft der linken oder rechten Körperhälfte. Das sind Operationen, wo natürlich ein gewisses Risiko für eine Verschlechterung der Funktion besteht. Wir versuchen, das Risiko möglichst klein zu halten, indem wir zum Beispiel, wenn erforderlich, während der Operation die Funktion Ihrer Muskeln messen, um jederzeit zu wissen, wie die Muskeln arbeiten. Oder aber insbesondere bei Tumoren in der Sprachregion auch Operationen wach durchführen. Solche sogenannten Wachoperationen sind mittlerweile sehr gut etabliert und erprobt und sind begleitet durch Neuropsychologen und viele andere mehr, sodass wir das mit einer hohen Sicherheit für Sie durchführen können. Insgesamt hängt das Risiko ab vom Ort, wo der Tumor sitzt. Die meisten Tumoren können über die Schläfe gut entfernt werden. Es gibt aber auch andere Regionen am Hinterkopf oder ähnlich, wo ich Sie dann separat informieren werde, welche Option und welche Operation bei Ihnen die beste ist. Es gilt grundsätzlich aber, wenn ein solcher Tumor entdeckt wurde, können wir nur in ganz wenigen Fällen sagen, wir warten ab und machen gar nichts. Denn ohne zu wissen, um was für einen Tumor es sich handelt, besteht immer die Gefahr, dass es zu einem unkontrollierten Wachstum kommt. Und wenn dieser Tumor wächst und in Hirnregionen einwächst, wo er wichtige Funktionen zerstört, dann wird man die auch nicht wieder zurückbekommen. Deswegen sollte man vorab versuchen, den Tumor so gut es geht zu behandeln, um genau das zu verhindern. Gerne möchte ich Sie in einem persönlichen Gespräch über weitere Schritte informieren. Vielen Dank.